Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swotty zurück in der DTM Experience, Station 7, Nürburgring heute. Das Rennen. Es sieht hier gerade so aus, als hätte ich das Rennen schon mal gefahren und genau das ist der Fall. Also ich habe es nicht gefahren, ich habe versucht zu starten und es hat mal wieder geruckelt, warum auch immer. Deswegen werden wir das Rennen gleich neu starten, in der Hoffnung, dass es dann besser läuft. Kurz die Bitte, wenn ihr mir für ein Video einen Daumen nach unten gibt, dann bitte gebt mir einen Kommentar, eine private Nachricht, irgendetwas, was genau euch gestört hat, damit ich das verbessern kann. Klar, es ist euer gutes Recht, ein Video nach unten zu voten, aber es würde mich halt doch interessieren, wie kann ich es verbessern, damit ihr, damit ich, damit wir alle einfach mehr Spaß dran haben. Deswegen bitte ich euch eindringlich, wenn ihr mir einen Daumen nach unten gebt, geht nicht gleich wieder weg, sondern schreibt mir einen kleinen Kommentar dazu und sei es per privater Nachricht oder ähnlichem. Das Qualifying lief entgegen meinen Erwartungen. Die vier Proberennen, die ich euch vor 3 und 4 Tagen hochgeladen habe, zeigten eigentlich ein anderes Bild als das, was wir im Qualifying erlebt haben. Im Qualifying 1,1 Sekunden Vorsprung vor dem zweitschnellsten, was nun absolut nicht dem entspricht, was ich mir gedacht hatte. Deswegen das Rennen wohl wahrscheinlich auch eher langweilig. Ich werde aber versuchen, es trotzdem ein bisschen spannend zu gestalten. Nein, wir werden einfach unseren Stiefel hier fahren und müssen gucken, was die KI tut. Mehr kann ich euch momentan nicht anbieten. Ansonsten wäre ich auch erfreut über Kommentare, ob ihr diese Proberennen überhaupt sehen möchtet. Mit Kommentar, ohne Kommentar. Und auch, vielleicht hat ja der ein oder andere von euch schon Erfahrungen mit der KI sammeln können. Wäre dann auch interessant, ob ihr da irgendwas anderes festgestellt habt als ich. Dass diese Proberennen doch wirklich was bringen, die KI dadurch stärker wird oder eben auch nicht. Schreibt es mir auch in die Kommentare, wenn ihr dazu irgendwie noch Informationen habt. Oder wenn ihr andere Interpretationsansichten, Ansätze habt, auch das gerne. Ich kann nicht mehr viel machen, als diese Proberennen fahren, die KI dadurch versuchen zu trainieren. Und danach dann eben das normale Saisonrennen starten. Aber das Ergebnis ist halt heute alles andere als zufriedenstellend, beziehungsweise gestern war es das im Qualifying. Wie es jetzt im Rennen aussehen wird, werden wir gleich sehen. Ich starte jetzt das Rennen einfach mal neu, nachdem ich jetzt die Aufnahme gerade abgebrochen hatte, aufgrund der zu geringen Bildabfolge, und werde versuchen, mich zurückzuhalten, was das Thema KI angeht. Wünsche euch trotzdem viel Spaß, genau. Und bin jetzt einfach mal dann am Start. Die Startaufstellung können wir kurz überspringen. Wobei Junker Deja auf der 3 könnte uns gefährlich werden. Ist momentan, glaube ich, mit Molina punktgleich Tabellenführer in der Meisterschaft. Wobei Molina, ihr seht es hier, auf Platz 10 stehend relativ abgeschlagen ist. Wäre für uns gar nicht verkehrt. Dann können wir, sofern wir das Rennen gewinnen, wieder ein bisschen Boden gut machen. Nur Junker Deja auf der 3 könnte uns da doch ein bisschen in die Suppe spucken. Ansonsten Rocky ganz hinten, Extrem auf der 6, welcher uns im Qualifying ein wenig abschießen wollte. Und würde ich sagen, starten wir einfach mal das Rennen. Ich habe hier immer wieder Probleme, die Ampel zu sehen. Ich weiß nicht warum. Also fahren wir einfach nach Gefühl. Die Bildabfolge sieht auch nicht deutlich besser aus. Hoffen, dass uns keiner abschießt. In der letzten Aufnahme wurde ich nämlich genau hier aufs Dach gelegt, in der ersten Kurve. Fand ich nicht sonderlich schön. Warum ist das denn jetzt so? Im Qualifying hatten wir auch schon am Ende Probleme. Und ich weiß nicht wieso. In den letzten Rennen gab es aber keine Themen. Während des Qualifyings auch nicht. Ja, ich kann es momentan absolut nicht einschätzen, warum wir jetzt hier plötzlich quasi Standbild haben. Ich werde einfach mal versuchen, ein bisschen wegzufahren, um weniger KI im Rückspiegel zu haben oder wie auch immer.
Das scheint es auch nicht zu bringen. Also jetzt hat es sich scheinbar ausgekaspert, fragt mich nicht, woran es lag, liegt, hätte liegen können, ich hab keine Idee. Ja, 2 Sekunden Vorsprung, da sollte eigentlich nicht mehr viel anbrennen. Es wundert mich nach wie vor, aber ich habe ja gesagt, ich möchte mich hier eigentlich in diesem Video nicht mehr zu sehr darüber echauffieren. Ich möchte eigentlich meinen Kommentar für mich behalten. Wenn ihr irgendwelche Ideen, Ansätze, Denkanstöße habt, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich anders machen kann, wie wir das ganze Thema ändern können. Und ansonsten fahren wir jetzt einfach mal das Rennen still und leise vor uns hin. Ich werde versuchen, mir irgendwas aus den Fingern zu saugen, worüber ich reden kann. Das wird aber gar nicht so einfach. Nicht so einfach, echt nicht. Die Rundenzeit momentan unter aller Sau, aber wir haben es auch nicht eilig. Lieber fahren wir konzentriert und kontrolliert das Rennen ins Ende, als jetzt irgendwas übers Knie zu brechen, uns irgendwo rauszudrehen, dann abgeschossen zu werden, so wie in Spielberg. Das hat ja alles mit einem kleinen Fehler angefangen am Red Bull Ring. Einmal zu früh aufs Gas, zu sehr aufs Gas, umgedreht. Und dann kam die Meute von hinten, hat uns dann erst richtig abgeschossen und bei den Aufholjagden, die ich dann mehrfach gestartet habe, wurde ich jedes Mal auf Platz 4 liegend wieder abgeschossen und Endergebnis war dann der 12. Rang. Auch wenn wir deutlich schneller waren und an sich ein relativ spannendes Rennen hatten. Aber das möchte ich natürlich nicht nochmal riskieren. Wir brauchen momentan jeden Zähler, den wir kriegen können, um gegen Molina und Junkardea eine Chance zu haben. Junkardea immer noch auf der 3 fahrend. Ekström hat sich einen Platz nach vorne gearbeitet, wie wir sehen. Ja, deswegen ein bisschen langsamer, nichts unnötig riskieren und einfach das Rennen sicher heimfahren. Was mich auch interessieren würde, wenn ihr schon beim Kommentare schreiben seid, diese beiden Probe oder die 4 Proberennen, die ich hochgeladen habe. Also, wenn ihr diese sehen wollt, wäre das in etwa nach eurem Geschmack, weil der ein oder andere von euch hat ja mal nach mehr DTM Experience gefragt. Was ich auf diesem Wege versucht habe, ein wenig zu erfüllen. Deswegen würde es mich auch da interessieren, ob das in dieser Hinsicht schon reicht oder ob ihr wirklich mehr Saisonrennen sehen wollt. Da muss ich allerdings auch ehrlich sagen, dass mir dann langsam irgendwo die Zeit ausgeht, denn das ganze Nachbearbeiten, Hochladen, überhaupt das Fahren, Aufnehmen, Kommentieren, Neustarten, Proberennen fahren und so weiter, das kostet alles entsprechend Zeit, und wenn ich das jetzt in kürzerer Abfolge machen sollte, also wenn ihr das wünscht, dann muss ich
da irgendwie gucken, wie ich das unterbringen kann. Ich möchte natürlich auch die anderen Serien, also F1 2013 Classics und auch R3E Carson Tracks, sowie auch jetzt neu seit 2 Tagen Assetto Corsa Carson Tracks, nicht unbedingt vernachlässigen. Das soll eigentlich immer noch mitkommen. Aber wenn ihr euch mehr DTM Experience wünscht in kürzeren Abständen, dann müsste ich das irgendwie versuchen unterzubringen. Deswegen auch da die Frage, reichen euch diese Proberennen, um diesen Wunsch nach mehr DTM Experience zu erfüllen, oder wollt ihr wirklich mehr Saisonrennen haben? Und was wollte ich denn gerade noch loswerden? Ach ja, heute dann mal ein anderes Aufnahmeformat. Also insofern, dass ich zuletzt immer alle Folgen hintereinander weggedreht habe, also DTM Experience, Quali Rennen, R3E Cars and Tricks, F1 2013 Classics, das Rennen, sowie dann Assetto Corsa Cars and Tricks. Heute aufgrund der Feiertage, wir haben momentan Montag, den 23. Ist es mir nicht möglich, alles hintereinander weg aufzunehmen. Deswegen dann heute nur DTM Experience, Quali und Rennen. Den Rest muss ich dann die Tage einschieben, wenn ich wieder Zeit habe. Ihr werdet es aber wahrscheinlich doch in der gewohnten Abfolge zu sehen bekommen. Dann aber eben ohne den Stress, dass ich vorneweg noch DTM Experience gefahren bin. Von daher vielleicht dann auch mit neuen Eindrücken. War eigentlich nur so ein kleiner organisatorischer Hinweis, der euch unterm Strich gar nicht so wirklich tangiert. Ich wollte es nur loswerden, nicht dass sich der ein oder andere dann wundert, dass in den nächsten Videos mein Kommentarstil plötzlich anders ist oder sowas. Ich Bezug nehme auf irgendwas, was ich in der DTM Experience nicht erwähnt habe. Deswegen einfach nur hier der kleine Hinweis. Rennhälfte haben wir bald rum. 9 Sekunden Vorsprung. Immerhin wieder ein flüssiges Bild. Keine allzu schnellen Rundenzeiten. Da haben wir uns ein bisschen gedreht, aber alles halb so wild. Immer noch 8,5 Sekunden Vorsprung. Das ist echt doof. Ich hatte mich nach dem 3. und 4. Proberennen jetzt wirklich auf ein spannendes Saisonrennen, einen spannenden Saisonlauf gefreut. Es sah wirklich gut aus. Die KI war sehr stark unterwegs. Wir hatten gute Zweikämpfe. Und wirklich ein spannendes Rennen, und jetzt kommen wir wieder mit. Ach. Nein. Vielleicht sollte ich die Runde mal rückwärts fahren, vielleicht wäre das ein neues Angebot. Ja, also ich sehe schon die Kommentare. Ja, Sporty, fahr mal rückwärts, wäre lustig. Ich glaube nicht, dass das gut geht.
So in etwa muss sich Sebastian Vettel fühlen in der Formel 1. Ich finde es gerade extrem schwierig, die Konzentration noch aufrecht zu erhalten, weil ich kann mir so ziemlich jeden Fehler erlauben. Wir haben 10 Sekunden Vorsprung, nichts passiert. Ja, mir gehen momentan ein bisschen die Themen aus, über die ich reden könnte. 2/3 der Renndistanz haben wir hinter uns. Nächste Station ist dann Oschersleben. Das hatten wir schon als Tracktest im allerersten Video von mir gesehen. Wird dann nächstes Mal eben Oschersleben, Qualifying und Rennen stattfinden. Danach kommt dann Zandvoort, Holland. Und zu guter Letzt nochmal Hockenheimring, auf den ich mich jetzt schon tierisch freue. Wer das erste Hockenheimrennen gesehen hat, weiß, dass das gerade ein bisschen ironisch gemeint war. Oschersleben und Zandvoort finde ich an sich schöne Strecken. Freue ich mich schon ein bisschen drauf. Kenne ich auch relativ gut, also zumindest Zandvoort bin ich schon etliche 100 Runden gefahren mit den verschiedenen Autos in R3E. Daher, die Strecke ist mir bekannt. Oschersleben habe ich dann auch mit dem DTM-Auto schon ein bisschen gefahren, sowohl im Tracktest im ersten Video als auch vorher, als die DTM-Experience noch nicht fertig war, sondern wir eben diese Competitions mit den DTM-Autos hatten. Von daher auch da die Kenntnisse hoffentlich noch halbwegs in Ordnung, intakt. Wie gesagt, schöne Strecken, freue ich mich drauf und vielleicht spielt die KI dann auch wieder mit uns. Wird ein würdiges Saisonfinale. Hoffentlich gehen wir auch als Meister aus der Saison raus. Das wird sich dann wahrscheinlich in Hockenheim entscheiden, wenn wir es nicht schon vorher fix machen können. Was ich allerdings ein bisschen bezweifle, denn wir müssen nur einmal einen schlechten Tag erwischen. Die KI muss einmal zu stark fahren, weil sie sich doch nicht richtig angepasst hat, und dann stehen wir da. Beziehungsweise wir müssen einmal so ein Rennen haben wie ein Spielberg, dass wir eben umgedreht werden, dann haben wir auch verloren. Deswegen keine voreiligen Prognosen. Wir werden es sehr wahrscheinlich die nächsten Tage sehen. Es sind nur noch 3 Stationen. Und danach geht es dann in Saison 2. Dann eben mit halber Renndistanz. Das heißt, die Qualifying Session bleibt dann ungefähr bei 25 bis 30 Minuten, weil daran ändert sich ja nichts. Aber die Rennen werden dann dafür wahrscheinlich auf eine Dreiviertelstunde bis 50 Minuten anschwellen. Das heißt, ihr habt ein bisschen mehr zu schauen. Und dann eben auch ein paar Gegner mehr. Da bin ich mal gespannt, was die Performance sagt. Wie flüssig das Ganze dann noch läuft. Und ansonsten kann es dann ganz lustig werden, mit 21 Gegnern vollen Feld zu fahren, dann vielleicht mit dem Mercedes, der sicher von dem einen oder anderen gewünscht wurde. Mit Reifenverschleiß wird auch interessant zu sehen sein, weil man hat ja keine Boxenstopps. Wie es da aussieht mit der Reifenhaltbarkeit. Und nein, ich habe noch nichts Neues gehört zum Thema Boxenstopps. Da gibt es vielleicht im neuen Jahr dann irgendwelche Informationen zu. Momentan ist aber noch nichts vorhanden. Ja, ich bin mal gespannt, wie das dann mit 21 Fahrern läuft. Mit dem anderen Auto. Und auch mit der KI. Und auch mit ein bisschen mehr Erfahrung, weil wir haben ja dann alle Strecken mindestens einmal gefahren.
Ansonsten kann ich auch dazu momentan nicht mehr viel sagen. Ich bin noch nach wie vor gespannt, was ihr euch für ein Auto wünscht, für einen Fahrer. Ja, ansonsten verwende ich das Wort ansonsten zu häufig und bringe auch viel zu oft an. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, aber was soll ich denn sagen, wenn ich nachdenken muss? Ich könnte natürlich einwerfen, lasst mich mal eben überlegen, was ich sagen möchte, aber das ist, glaube ich, auch nicht zielführend. Ja, ihr merkt, ich babbel gerade irgendeinen Stuss zusammen, weil anders kann ich mir die Zeit gerade nicht vertreiben und steuere dieses Audi. BMW. Ach, Jungs. Zu wenig Schlaf gehabt letzte Nacht. Ja, natürlich nicht Audi. Audi stand ja noch zur Wahl. Ich fahre momentan den Timo Glock BMW von MTech. Es sei mir nicht verziehen, das war ein Fauxpas, der tut mir wirklich leid, einen BMW mit einem Audi zu verwechseln. Also, ist zwar beides bayerisch, bitteschön, wenn ihr bayerisch schreibt, ja, mit E. B-A-Y-E-R. Das regt mich jedes Mal auf, wenn ich bayerisch ohne E sehe. So viel nur am Rande. Beides bayerisch, die einen Ingolstädter, die anderen Münchner, aber das ist trotzdem nicht zu entschuldigen, dass ich die vier Ringe mit dem Propeller vertausche, oder den Propeller mit den vier Ringen. Das ist, nee, das geht nicht. Das tut mir wirklich leid, vor allem für alle BMW und Audi-Fans. Fühlt euch bitte nicht vor den Kopf gestoßen, das war ein Fauxpas. Ich schieb's auf zu wenig Schlaf letzte Nacht, das wird mir hoffentlich nicht wieder passieren. Ja, M3 noch diese Saison. Nächste Saison dürfte es dann der M4 werden beim BMW. Können wir mal schauen, ob in der DTM Experience 2014 das Ganze dann auch entsprechend umgesetzt ist, also ob wir dann den BMW M4 zu fahren bekommen oder nicht. Wir sehen, wir haben jetzt das Rennen abgeschlossen mit 18 Sekunden Vorsprung. Wäre ich schnelle Runden gefahren, also 1:26.5 war so ungefähr die Zeit, die wir im Qualifying auch hätten setzen oder gesetzt haben und hätten hier fahren können. Ich bin aber meist so 1:27.5 bis 1:28 gefahren, weil es gab ja keinen Look. Wären also nochmal ungefähr 1,5 Sekunden schneller gewesen pro Runde. Macht Daumen mal Pi plus ein bisschen 18 Sekunden nochmal on top. Wären also 36 Sekunden Vorsprung gewesen. So haben wir eben nur 18. Ja. Macht's einen Unterschied. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch jetzt hier keine bessere Action bieten konnte. Ich habe alles mir Mögliche getan. Ich habe vorher 4 Proberennen gefahren, wo sich die KI auch wirklich gut geändert hat. Ich habe das Qualifying hier sauber durchgezogen. Ich hätte es vielleicht einfach sein lassen sollen. Ich hätte mich vielleicht auf Position 12 am Start anstellen sollen, damit wir hier ein bisschen Rennaction sehen. Aber das kann es auch nicht sein. Ich meine, ich bin Racer und als Racer versuche ich natürlich mein Bestes zu geben und nicht irgendwo hinterher zu fahren, nur damit wir irgendwie ein paar schöne Bilder haben. Ich hoffe, für das nächste Rennen wird es anders. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn ich ein bisschen Stuss gespafelt habe. Gebt mir in den Kommentaren vielleicht noch den einen oder anderen Hinweis, was ich mit der KI machen kann. Ob ihr irgendwelche Ideen habt, wie wir die KI besser zum Arbeiten bringen. Und ansonsten würde ich mich einfach freuen, wenn ihr, sofern es euch gefallen hat, mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn ich in der DTM Experience meine Runden drehe, beziehungsweise auch im nächsten R3E Cars & Tracks, in F1 2013 Classics oder auch Assetto Corsa Cars & Tracks, welche ich heute nicht mehr aufnehmen werde, ich hatte es ja vorhin erwähnt, sondern erst die Tage. Ihr werdet es aber wahrscheinlich dann ab morgen zu sehen bekommen. Morgen dann Restroom Cars & Tracks. Diesmal dann die Italia Connection. Und zwar in R3E Cars & Tracks geht es mit dem P4-5 Competizione über die Strecke Monza. Anschließend in F1 2013 Classics schnappen wir uns einen 90er Jahre Ferrari, vielleicht sogar den von Michael Schumacher, und fahren damit auf Imola ein paar Runden gegen die KI. Gekrönt das Ganze dann von Assetto Corsa mit dem P4-5 Competizione auf Imola. Ja, es ist sehr überlappend und auch die letzte Folge war schon in gewisser Art und Weise überlappend, weil wir dort
in F1 2013 und R3E Carson Tricks den Hungaroring befahren haben, aber ich mache das auch relativ bewusst so, dass ihr mal ein bisschen vergleichen könnt, beim nächsten Mal dann eben den P4-5 Competizione im Vergleich zwischen R3E und Assetto Corsa. Beides mal dann eben Cockpit-Ansicht auch ein bisschen von außen, könnt ihr dann schauen, welches Spiel hat das Auto besser gearbeitet, wo ist die grafische Darstellung besser, wie verhält es sich mit dem Handling. Und dann der Vergleich zwischen Imola in Assetto Corsa und Imola in F1 2013. Auch da könnt ihr dann gucken, wo sieht die Strecke besser aus, wo ist sie besser gearbeitet und so weiter. Deswegen mache ich das in der Abfolge, damit ihr einfach ein bisschen die Chance habt, Vergleich zwischen den einzelnen Spielen zu ziehen. Das nächste Mal wird es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen differenzierter. Aber das werden wir dann sehen. Erstmal die nächste Folge, ein bisschen Vergleichsbeispiele. Und ansonsten versuche ich nebenbei auch noch die Proberennen für Oschersleben war es. Für Oschersleben zu fahren, dann eben auch aufzunehmen und euch hochzuladen. Vielleicht habe ich bis dahin schon ein paar Kommentare ausgewertet, wie ihr das Ganze empfindet, ob ihr das mit Kommentar, ohne Kommentar oder überhaupt sehen wollt. Ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Egal ob es DTM Experience, R3E Carson Tracks, F1 2013 Classics oder Assetto Corsa Carson Tracks ist. Oder natürlich auch das DTM Experience KI Training. Und es würde mich auch freuen, wenn ihr, sofern ihr es noch nicht getan habt, mich abonniert, mir ein Däumchen nach oben gibt auf irgendeinem meiner Videos oder am besten auf allen. Kommentare schreibt, was ihr sonst noch anders haben wollt, anders sehen wollt. Es steht ja noch die F1 2013 Saison oder Karriere im Raum. Dazu im F1 2013 Video mehr. Und ansonsten einfach bis zum nächsten Video. Macht es gut. Euer Spotty. Euer Spotty ist nochmal kurz zurück. Es tut mir leid, weil im hohen Alter wird man vergesslich. Deswegen, ich wollte genau das hier nochmal kurz anschauen. Wir sind jetzt wieder an der Tabellenspitze, 6 Punkte vor Junker Deja. Und Molina ist nochmal 10 Punkte zurückgefallen, weil er ja keine Punkte bekommen hat. Das wollte ich noch kurz nachschieben. Deswegen verabschiede ich mich mit diesen Bildern. Wir sehen uns in Oschersleben in der DTM Experience wieder. Macht es gut, bis dahin. Euer Swoddy.